Ihr habt also hier was gelernt, was ihr sozusagen im Urlaub stundenlang laufen könnt. Ha? Zwei, drei. Vier, fünf Fuß mitnehmen, anderen Fuß öffnen und drei, sinken. Hüfte löst, den Arm hoch, runterziehen, hochkommen, verlagern und sechsmal versiegeln, viermal verriegeln. Hallo. Jo. Sechs. Sieben, Steißbein schwer, wir drehen. Wir verlagern nach vorn und schließen die Hüfte. Also wenn noch irgendwelche Fragen sind, fragt ein, aus. Aber ich habe auch gesagt, am Anfang natürlich atmen. Ja. Also am Anfang, beim ersten Formenlernen, bitte noch nicht auf einen speziellen Atemrhythmus gehen. Spiegelverkehrt, alle den ersten Schritt mit links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, runter sinken, Steißbein dreht nach vorne und schließen. Ellbogen nimmt das Bein mit hoch und steif. Schön langsam bleiben, ja, die Bewegung ist richtig, aber viel langsamer. Jawohl. Dieser Fuß zeigt nach vorne. Der Fuß, weil ich jetzt gleich mit dem Arm arbeite, ist leicht ausgestellt. Und da ist auch wichtig, dass man nicht zu ungeduldig ist, nicht zu früh irgendwas kopiert, weil wenn man eine Stufe, die drunter ist, weggelassen hat, dann fügt sich das nicht so recht zusammen. Ne? Ist wie beim Hausbau, erster Stock ist da, zweiter Stock ist da, dritten überspringen wir. Ja, wo bauen wir dann den vierten hin? Ja? Seite, Steißbein wird schwer, wir sinken rein, drehen leicht hier rüber. Denkt dran, nur ca. 30 Grad die Drehung oder 35, also nicht zu weit. Ja? Ja? Und wenn das irgendwann zusammengewachsen und verbunden ist, dann ist das so wie so ein elastischer Hartgummiklotz. Ja, nicht so ganz Hartgummi, so ein zäher Gummiklotz, so ein bisschen zäher als ein Radierer, ja. Und der hat dann so eine gewisse Beweglichkeit. Wenn er den loslässt, der geht immer wieder zurück in seine Form, ja. Und wenn wir das haben, dann fangen wir an, so mit Brust und so weiter arbeiten, Brust, Rumpf, Taille. Ja, also am Anfang noch nicht, da verhindert er bloß, dass er eine gescheite Struktur kriegt. Wir gehen sowieso Detail für Detail durch die Bewegungen durch. Wir müssen hier jemand, der hier reinkommt, abfangen können. Ja? Und dann ja, nochmal fließend reinsinken, verlagern, gerade drehen. Reinsinken, verlagern, gerade drehen. Ja? Ihr seht auch, dass er teilweise die Hüfte gar nicht so viel bewegt und im Rumpf so ein bisschen arbeitet. Ja? Macht ihr das bitte noch nicht. Das ist auch eine Geschichte. Wir müssen erstmal die Verbindung Rumpf-Schultern richtig fest kriegen, bevor wir dann mit dieser gummiartigen Verbindung arbeiten können. Ja? Also es ist wirklich so, dass diese Dinge, die dann in Richtung Kraft gehen, wenn da der Körper noch nicht entwickelt genug ist, das ist dann so, wie wenn er Starkstrom irgendwie durch eine Haushaltslampe jagt. Eben rüber, drehen den Fuß mit und sinken rein. Lösen, kommen hoch, ziehen runter, verlagern, Fuß ran und Liu Fong Su Bi. Es ist auch so, dass die Formen im Prinzip klassisch im Chen-Stil in drei Etappen gelernt werden. Das erste ist mal die äußere Bewegung. Das zweite ist das Vertiefen und Verfeinern der äußeren Bewegung und der Techniken natürlich, die drinnen sind. Wobei man auch beim ersten Bewegungslernen schon ein bisschen Techniken und Anwendungen lernt, damit man weiß, was man tut. Ja, und der dritte Durchlauf ist dann der, wo es wirklich nur noch um die interne Arbeit, interne Kraft und so weiter geht. Jetzt mal richtig rum in Liu Fong Su Bi bist.
Die rechte Hüfte geht hinter, ja, und die Hände schließen zu. Ja. Rechte Hüfte, Hakenhand und wieder vor und aufdrehen. Ja. Okay, gibt es jetzt zu dieser Stelle noch eine Frage? Es gibt ein Buch von Chen Shao Wang, die 5 Level des Tai Chi Chuan, und von Chen Cheng Lei gibt es eins mit 6 Leveln, wo das grob unterteilt ist. Ja, es gibt in Wirklichkeit noch viel diffizilere Schritte. Alle mit dem linken Fuß. Chi Chen Lanchen und los geht's. 1, 2, 3 und 4. Schließen. 5. Und runterkommen, nach vorne verlagern. Schließen. Buddhas Wächter stampft mit dem Stützel. Weiter geht's links. Öffnen. Schließen. Lösen die Hüfte. Verlagern und rüberschieben. Schön auf die Knie aufpassen, schöne Bögen. Hochfassen, runterziehen, hochkommen, ran und Liu Fengxi wieder. Jetzt Thomas. Rechte Hüfte in der Hakenhand und wieder vor. Schritt, liegende 8. Und reinsinken. Ja, schön. 70, 30. Rüber lösen. Greifen, den Arm ziehen. Lösen. Nach vorne kommen. Schließen. Und Buddhas Wächter stampft mit dem Stößel. Okay. Ja, okay, meine Lieben, dann verabschieden wir uns einmal. Okay.